Yo Leute, was geht ab? Mein Name ist Bernhard und für alle Leute, die sich jetzt denken, ich ziehe mir jetzt hier ein geiles Video auf Ernst rein, es tut mir direkt leid im Voraus. Ich muss einmal sagen, was heute passiert ist. Ich habe gerade das Video aufgenommen, es ist ultra spät, ich habe eigentlich keine Lust es zu droppen, weil die gesamte Audio vom Video gefickt ist, weil ich das erste Mal mit dem falschen Mikrofon aufgenommen habe. Oh nein! Boah! Mama hat ihn zerstört, sie hat ihren Sohn. Aber wisst ihr was? Ich scheiß jetzt einfach drauf und release das mit der schlechten Audio. Ich habe gar keinen Bock, das jetzt neu aufzunehmen. Ich hab's versucht, ich hab mich dabei weggecringed, bin ausgerastet hier im Hintergrund. Hier eine kleine Aufnahme. Yep, er ist definitiv dafür verantwortlich. Digga, das ist so peinlich, Bruder, das ist so peinlich. Und ja, deswegen genießt und viel Spaß mit der Audiospur, ja? Macht's euch gemütlich zuzuhören, ja, das gönne ich euch. Und für alle Leute, die sich aufregen, ich tue das ja auch nur aus Liebe zu euch. Weil eigentlich würde ich mir jetzt denken, ach komm, scheiß drauf, kommt halt heute kein Video, schmeiß ich das in die Tonne. Aber nein, für meine lieben Zuschauer und meine Community release ich natürlich gerne das Video für euch, ja. Passiert halt, ne? Kann ich jetzt auch nicht ändern, ne? Wir sehen uns dann morgen wieder mit der normalen Audio. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video. Mein Name ist Bernhard und falls ihr es noch nicht wusstet, ich heiße euch jetzt herzlich willkommen zu der absoluten Zerstörung eurer Gehirnzellen. Ja, muss ich noch viel mehr sagen? Nein, eigentlich nicht, oder? Und da gehen wir direkt mal rüber zu der ersten Frage, die uns alle beschäftigt. Was ist eigentlich mit den gottverdammten Dönerpreisen los? Wer war der Erste, der hinter der Theke stand und ich dachte, ich verdoppel jetzt einfach mal den verfickten Dönerpreis und dass alle meine Kunden in Depressionen versinken? Ja, ich weiß ganz genau, wer das war. Was macht denn da der Bundeskanzler jetzt in meinem Dönerladen? Gut, alles klar. So wie es aussieht, war es das noch nicht mit den Dönerpreisen. Die Dönerpreise werden nochmal sich verdoppeln in den nächsten 1-2 Jahren. Wir sind am Arsch. Ich habe mich wirklich für ein paar Minuten gefragt, ob das AI ist oder ob das echt ist. Und ich bin auf den Entschluss gekommen, das ist echt. Und falls ihr mir nicht glaubt und denkt so, ey, die Politiker da oben, die haben doch was gegen die Türken. Die würden doch niemals den Dönerladen selber schmeißen und selber die Döner machen und das Fleisch schneiden. Genau für euch habe ich den Beweis gefunden. Auch unsere Politiker sind Dönerfanatiker. Hier zum Beispiel dieser andere Bre aus der Politik, wie hieß er noch gleich? Er wurde eingeladen, wieso auch immer, und durfte jetzt einfach diesen Dönerspieß dort anschneiden. Ja, auf jeden Fall, ja, super. Wollt ihr eins gelegt für ihn? Der Dönerspieß da ist auch auf Testo. Ich küsse ja echt sein Herz, ne? Aber wieso schneidet er es genau so, wie ich es mir vorgestellt habe? Wieso konnte er es nicht einfach ganz normal abschneiden? Nein, er muss wirklich wie 100% Deutsch dieses Messer dort ansetzen und so. Ich krieg's nicht hin. Ich krieg's nicht hin. Hauchzart, habt ihr das gesehen? Ja. Was war das denn? Er schneidet einfach eins weiß ab und dreht sich danach so rum und erwartet so Applaus. Er tut gerade so, als hätte er den Weltfrieden einfach wiederhergestellt. Hauchzart, habt ihr das gesehen? Ja. Hauchzart, habt ihr das gesehen, Leute, ne? Ja gut, und jetzt reicht's mir auch wieder. Hier hast du dein Messer wieder und ciao. Ich verstehe nicht, wie dieses Video zusammengekommen ist. Das sieht aus wie in irgendeinem Hintergarten. Wieso kam er da auf einmal hin, so mit Anzug und alles so, als wäre das so eine richtig krasse Premiere, endlich diesen Dönerspieß anzuschneiden? Ja, naja, jeder wie er mag, ne? Aber mir wäre es auf jeden Fall suspekt, wenn mein Dönermann so dort stehen würde im Anzug. Hauchzart, habt ihr das gesehen? Miete oder Spilo, was ist besser? Ja, Leute, mal eine Frage an euch. Soll ich Miete zahlen oder soll ich lieber die Miete in der Spilo investieren auf Risiko? Was meint ihr? Ich kann mich nicht entscheiden. Was meint ihr denn? Miete oder Spilo? Ah, Risiko. Ich find's echt unglaublich, dass es solche TikToks überhaupt noch im Jahr 2024 gibt. Denk doch mal nach. Denk doch mal bitte wie ein normaler, smarter, intelligenter Mensch. Natürlich wirst du jetzt mit dem Geld in die Spilo gehen, das auf schwarz oder rot setzen, die Miete verdoppeln, boom. Dann hast du erstens die Miete gezahlt, Spielspaß gehabt, plus du hast noch die Miete für den nächsten Monat gut gemacht. Wow. Also wenn das nicht checkt, ist ja komplett dumm. Ihr seid ja komplett dumm, wenn ihr euch nicht für diesen Weg entscheiden solltet. Wieso, hä?
Und ich sag mal so, ne? Vom Miete zahlen ist noch keiner reich geworden. So sieht's aus. Und hör erst gar nicht auf die Kommentare, die sowas schreiben. Immer Miete bezahlen. Ganz, ganz klar. Hälfte Miete, andere Hälfte... Meiner Meinung nach, geh mit der Miete in die Spilo, hol dir ein paar Automaten und dann mach es wie der Typ hier. Some call it addiction, some call it dedication. Ey, ich find's erstens so geil, dass einfach die Hälfte meiner Zuschauer nicht checkt, was dort steht, weil ihr kein Englisch könnt. Und ich werd's euch auf gar keinen Fall verraten, was das übersetzt bedeutet. An dich hier, nimm dir einfach ein Beispiel an ihn hier. So macht man das, guck mal, der lebt für das Glücksspiel. Ey, Spaß beiseite, was, das ist gottlos, was macht der da? Der fährt doch da nicht wirklich mit seinem Rollator oder wie man das Ding nennt, sein Ford Mustang GT von Wish, fährt er da nicht ernsthaft um die Automaten und drückt die ganze Zeit. Oder wenn das ein Mitarbeiter sieht, der bitte raushauen. Der Arme ist ja komplett verloren. Je reifer die Frucht, desto süßer der Saft. Also diese Kiwi ist auf jeden Fall noch nicht reif, aber ich habe da noch eine reife Pflaume für dich vielleicht. Oh my goodness, bro. Oh my goodness. Genau das passiert, wenn Leute über 40 ohne Hemmung auf TikTok oder anderen Plattformen Videos posten und lustig sein wollen. Stell dir mal vor, das ist deine Mutter und du liegst so abends im Bett, so du swipest ein bisschen auf Instagram oder TikTok und erwartest gleich so geile, lustige Memes. Und auf einmal kommt da deine Mutter mit diesem Gag. Also diese Kiwi ist auf jeden Fall noch nicht reif, aber ich habe da noch eine reife Pflaume für dich vielleicht. Brother, what's that? Du hörst das, während du ganz genau weißt, sie ist so ein, zwei Etagen oder ein, zwei Zimmer neben dir. Oh mein Gott, zum Glück machen meine Eltern kein TikTok oder so. Und das Schlimme ist, dass es bei solchen Videos auch immer diesen einen Typen gibt, der reinscheißen muss. Sie denkt, das Video bekommen halt einfach nur Leute vorgeschlagen, die das auch lustig finden und auch über 40 sind. Und der Typ, der diesen Kommentar geschrieben hat, denkt halt auch, er ist privat im Internet unterwegs. Oh mein Gott, wow, du bist so unglaublich hübsch. Ich liebe es total, wenn die Pflaume... Oh mein Gott, oh nein. Oh nein, Sven, was hast du getan? Andere Leute können auch deinen Kommentar lesen. Was hast du gemacht? Was hast du da geschrieben? Bro! Wir haben dich alle gebastelt, während du ein bisschen horny unterwegs warst, abends in deinem Bett und den Kommentar geschrieben hast. Sven, lass gut sein, okay? Das Internet und vor allem der Kommentarbereich ist nicht privat und nicht anonym, okay? Oh, das ist crazy, Mann. Das ist crazy. Und wisst ihr, was noch crazier ist? Ich habe tatsächlich eine Mutter gefunden, die hat einfach einen Diss-Track hochgeladen gegen ihren Sohn. Ey, in was für einer Simulation befinden wir uns eigentlich gerade? Ich glaube, so geht die Story weiter, wenn ihr Sohn hier das Video findet und dann mit seiner Mutter Streit anfängt. Dann endet das halt wirklich so. Mama, lass dir leben. Ich habe meinen Sohn geliebt ein Leben lang. Bis er größer war. Und später böse war. Oh, Mic Drop! Mama hat ihn zerstört. Sie hat ihren Sohn gerade lebendig begraben auf einem Track. Es ist unglaublich, dass ich das jemals aussprechen werde, aber wir sehen hier wirklich eine Mutter, die einen Diss-Track macht. Ey, ich frage mich wirklich, was da vorgefallen ist in der Familie, dass es so weit kommt. Wie konnte es eskalieren, dass sie auf einmal Internet-Beef machen und sich gegenseitig dissen auf Social Media? Ich wollte, dass er voll Großes bringt. Gute Schule. Sondern nicht coole. Was? Bro, Brother, what? Kein Wort verstanden, aber ich war auch zu geflasht von den ultra heftigen Effekten im Video. Wow, welches Filmteam hat denn dieses Meisterwerk produziert? Bis der Aufstieg kam und ich ihm respektvoll ansah. Ich wollte nur das Beste, einen normalen Job für ihn. Aber Social Media bezwingte ihn. Ich habe meinen Sohn erzogen wie ein Königskind. Bekam alles. Nicht wie ein normales Kind. Ja, der bekam wirklich alles. Nachdem er alles bekommen hat, bekommt er jetzt sogar noch am Ende, als das große Finale, einen verdammten Diss-Track in seine Fresse hinein. Ich stelle mir gerade vor, wenn meine Mutter eines Tages auf einmal einen Diss-Track gegen mich droppen würde, Bruder. Dachte, er bleibt ein Pflegefall. Leben lang. Leben lang, ja. Leben lang. Ich habe keine Ahnung, was die Pointe ist, was der Sohn gemacht hat oder was die Blockbuster ist, keine Ahnung, ey.
Das hat mich gerade so verwirrt. Mir reicht es einfach, dass dieses Video entstanden ist, okay? Ich muss nicht mal die ganze Background-Story wissen und ich bin schon glücklich, wie die Mutter dasteht mit dem Mic dran und gerade das Video am Performen ist, ey. Das hat mir gerade echt den Rest gegeben. Ich kann es kaum erwarten, bald aufs Konzert gehen mit meinen Jungs und wir stehen alle in dem Moshpit. 20.000 Leute um uns rum und dann droppt dieser Beat. Ich habe meinen Sohn geliebt ein Leben lang. Bisschen größer war. Young Mama hat auf jeden Fall den Beat abgerissen und zerstört. Wow, okay, wow. Würde es den Song auf Spotify geben, ich hätte mir direkt in meine Sex-Playlist gepackt. Und kommen wir von den krassen Rapperinnen direkt zu den nächsten krassen Rappern, ja. Die haben leider keinen Diss-Track für uns, sondern die haben eine heftige Promophase für ihr Lied gemacht. Und zwar, ja, gut. Ich habe es jetzt keinen uns verstanden, sondern mich nur gecringed. Guck mal bitte, wie unangenehm diese Stimmung der ist. Der weiß auch witzig so. Jetzt rappen, mach mal mit, Bruder, mach mal mit. Hilf mir mal bitte. Komm, mach mal mit hier. Was soll ich machen hier? Liegt das an mir oder verstehe ich einfach nur kein Wort? Wenn es irgendjemanden gibt, der hier dieses Video schaut und diese Sprache spricht, ich bitte euch wirklich um eine Übersetzung in den Kommentaren. Mich würde das echt interessieren, über welches wichtiges Thema sie sich da poetisch geäußert haben. Ich denke mal, das war bestimmt ein sehr inhaltsvoller und emotionsreicher Text, den sie dort gedroppt haben. Ich sehe auch, die Jungs sind sehr, sehr überzeugt von sich. Die schämen sich gar nicht. Das ist gar keine cringy Stimmung oder so. Nein, nein, das kommt voll cool. Die fühlen es auch richtig. Wie abstechen? Jungs, wen wollt ihr denn jetzt gerade abstechen? Wen wollt ihr abstechen? Ihr seid doch gerade in einem Mediamarkt oder Saturn und spielt auf einer Box euren Track und macht dazu ein Musikvideo. Wen wollt ihr abstechen? Du kommst mit Arsch an, du bist auch wieder Sippi hier. Ich habe kein Wort verstanden, aber ich bin mir 100% sicher, dass wir die zwei Jungs in ein, zwei Jahren an der Chartspitze stehen sehen. Oder halt im Saturn. Dann halt nicht in den Regalen als CD oder Album, sondern an der Kasse. Du kommst mit Arsch an, Jungs, ich bin 10, ich bin alleine, 7. Sicher, was sie bereit wollen. Okay, es juckt mich nicht. Aber was mich juckt, ist tatsächlich, wenn du, ja du, mir vielleicht einen Daumen nach oben geben könntest. Ich würde wirklich deinen Arsch dafür küssen, ja? Und damit sehen wir uns morgen wieder, würde ich sagen. Haut rein!